Und die Täubchen pickten mit den Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 pick. Und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach, nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen, du wirst nur ausgelacht. Als sie nun weinte, sprach sie, wenn du mit zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus der Asche reinlesen kannst, sollst du mitgehen. Und dachte, das kann sie nimmermehr. Als sie die zwei Schüssel Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen durch die Hintertüre nach dem Garten. Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vögelein unter den Himmel, kommt und helft mir lesen, die Guten in Töpfchen, die Schlechten in Tröpfchen. Kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen. Und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen und fingen an, pick, 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 pick. Und da fingen die übrigen auch an, pick, 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 pick. Und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe Stunde rum war, waren die schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu den Stiefmutter, freute sich und glaubte, nun dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach, es hilft dir alles nichts, du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen. Wir müssten uns deiner schämen. Darauf kehrte es ihm den Rücken zu und eilte mit ihnen zwei stolzen Töchter fort. Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter dem Haselbaum und rief, Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich und wirf Gold und Silber über mich. Da warf ihm der Vogel ein Golden- und Silberkleid herunter und mit Seide und Silber ausgestickten Pantoffeln. In der Eile zog er das Kleid an und ging zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht und meinten, es müsste eine fremde Königstochter sein. So schön sah sie in dem goldenen Kleid aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst niemand tanzen, also, dass er ihm die Hand nicht losließ. Und wenn ein anderer kam, es auffordern wollte, sprach er, das ist meine Tänzerin. Es tanzte, bis es abends ward. Da wollte es nach Hause gehen. Der Königssohn aber sprach, ich gehe mit und begleite dich, denn er wollte sehen, wenn das schöne Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königssohn, bis der Vater kam und sagte ihm, das fremde Mädchen war in dem Taubenhaus gesprungen. Abend war, wollte es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus es ginge. Aber es sprang ihn fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen. Es kletterte so gehend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste, und der Königssohn wusste nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam und sprach zu ihm, das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnenbaum gesprungen. Der Vater dachte, sollte es das Aschenputtel sein, ließ sich die Axt holen und hieb den Baum um, aber es war niemand drauf. Und als sie in die Küche kam, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch. Denn es war auf der anderen Seite vom Baum herabgesprungen, hatte den Vogel auf den Haselbäumchen die schönen Kleider wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen.
Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel wieder zu seiner Mutter ins Grab und sprach zu dem Bäumchen. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich. Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab. Das war so prächtig und glänzend, wie es noch keins gehabt hatte. Und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zur Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm. Und wenn es eine aufforderte, sprach er, das ist meine Tänzerin. Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort und der Königssohn wollte es begleiten. Aber er entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen. Da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf und er war klein und zierlich und ganz golden.